Morgen des 9. Januar 1993 erschlug Jean-Claude Beaumont seine Ehefrau Florence in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer. Ich heiße Emmanuel Carrère und schreibe die Geschichte auf. Ja, und nebenan, da wohnt die beste Freundin. Also warum haben wir da nichts gemerkt? Warum haben wir da nichts gesagt, ne? Ja, die Leichen aus dem Haus. Niemals wird er diesen Anblick vergessen. Ich kann das nicht! Ah! Oh! Leute, ich werde das sehr richtig. Ah! Ja, wir haben die schönste Hortensie im ganzen Dorf. Diese Frage, die mich daran denken, ist ein ganzes Buch. In Angriff zu nehmen, konnte nur einer beantworten, nämlich Jean-Claude Beaumont.